Diesmal habe ich den Menschen Bauchi eingeladen. Im Laufe seines konventionellen Lebens ist er vor vielen Jahren an einem Punkt angekommen, an dem er das Kind in sich selbst freiließ und erlaubte, selbigen die Welt zu erkunden. Viele unserer User auf OkiTalk kennen ihn und freuen sich, dass er nach Jahren wieder da ist. Was hat er erlebt und wo will er in seinem Leben hin? Und das ist, was mich hier am meisten interessiert. Welche Projekte kommen auf ihn zu? Und damit wünsche ich einen schönen guten Abend. Jesus Bruder Bauchi. Hallo. Ja, schön, dass du bei uns bist und ich freue mich unwahrscheinlich, dass das mit der Sendung geklappt hat. Auch so kurzfristig. Das geht mir sehr genauso. Ja, also für die Zuhörer draußen erstmal, du warst ja schon ein paar Mal hier auf Sendung und warst dann zum Bedauern einiger User hier auf Mumble für einige Zeit verschollen. Um das vorwegzunehmen. Ja, für mich sah das anders aus, weil ich war ja da, wo ich war und habe mich auch nicht vermisst. Aber ich war halt die letzten beiden Jahre auf Mallorca und hatte da halt eben einfach nur meine Mobilfunkverbindung und die war so schon schlecht genug und da macht es nicht wirklich Sinn, darüber nachzudenken, Internetradio zu machen. Und so freue ich mich gerade, dass ich jetzt hier in Wien gerade die Gelegenheit finde, auf stabiles Netz zurückgreifen zu können und halt eben genau das dann doch mal endlich nochmal zu machen. Und also da waren dann gewisse Leute nicht die einzigen, die gewartet haben. Da habe ich halt auch drauf gewartet. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, dann irgendwann nochmal auf Sendung zu gehen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass da noch ein paar Sendungen rauskommen, denn ich hoffe, dass das nur ein Auftakt wird. Aber schauen wir mal. Bauchi, ich sage einfach Bauchi, ne? Die dürfen mich nicht nennen. Irgendwann gab es mal einen Menschen, der hieß ganz anders, das ist ja auch egal. Aber was war dieser Mensch für ein Mensch? Wenn ich das mal fragen darf. Du sprichst auf Georg Beres an, ne? So wie der damals halt bekannt war. Und ja, das war ich mal. Und damals habe ich auf eine Art und Weise gelebt, die mich 2004 dazu gebracht hat, das Handtuch zu werfen und mich in die Klapse einweisen zu lassen. Und heute würde ich sagen, war das das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte, in dem Moment. Womit ich jetzt nicht sagen will, macht das alle, geht alle in die Klapse, sondern in der Klapse ist mir halt was passiert. Und zwar war das ganz explizit, dass ich tatsächlich sogar auf Anochen angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und zwar eher neugierig als kritisierend und was ändern müssend. Und ich glaube, das war letztendlich das, was mir geholfen hat, mich selber ganz anders wahrzunehmen, rauszufinden, wie ich da gelandet bin. Und das lässt sich im Prinzip abrunden auf die Erkenntnis, dass ich davor eigentlich permanent versucht habe, das Leben anderer zu leben, nach den Vorstellungen anderer zu leben, nach deren Maßstäben und dann halt eben dadurch wirklich auch überhaupt gar nicht mal das leben konnte, was da in mir gelebt werden wollte. Also dieses kleine innere Kind ist halt bei mir völlig verkümmert gewesen und genauso habe ich mich dann auch gefühlt. Weil als dann aus dem Außen nichts mehr angenommen werden konnte, weil alles so duster war, da habe ich dann irgendwie dann auch dieses kleine Kind da unten in mir gefunden und habe halt gemerkt, dass das so nicht funktionieren kann. Also habe ich was gemacht, was mir sehr viel Widerstand eingebracht hat, aber da war alles notwendig und wertvoll von, weil darüber habe ich halt eben diesem Kind den Raum geben können, sich frei zu entfalten und habe halt eben angefangen, mir die Frage zu stellen, wie das Leben denn aussehen würde, wenn ich es nach meiner eigenen Vorstellung leben würde. Und das war dann so ziemlich der letzte Konjunktiv in meinem Leben. Okay,
Ja, das kann ich nur gut nachvollziehen. Bei mir geht es ja eigentlich auch nicht gar nicht viel anders. Es ist zwar vom Ergebnis ein bisschen anders, aber im Prinzip laufen wir doch sehr ähnliche Strukturen oder sind wir ähnliche Strukturen durchlaufen. So wie Also viele, viele andere. ja, es werden immer mehr, das ist richtig. Aber mich hat immer interessiert, oder ich habe ja immer nur die Menschen kennengelernt. Wenn ich jetzt mal die Freemänner angucke oder Joe Kreisel oder wie sie alle heißen. Mich hat diese Entwicklung interessiert, wie das in einem ankommt, wie das bei einem beginnt, weil ich das als wichtigen Prozess, Lernprozess oder Erkenntnisprozess sehe. Und deshalb liegt mir so viel auch an dieser Sendung heute, weil ich hoffe, Menschen klar zu machen, an welchem Punkt man steht oder durch was dieser Wandel in einem selbst passiert und wie dieser Wandel passiert. Denn viele Menschen können das nicht verstehen, wenn jetzt irgendein Freeman kommt und sagt was, dann gibt es Menschen, die finden das gut oder die finden das schlecht, aber dass man sich diesen Weg mal anschaut, dass man da mal dahinter schaut, um den anderen auch klar zu machen, Leute, es gibt andere Möglichkeiten. Und der Druck und die Gewalt, die man versucht auf uns auszuüben, die ist nur deshalb, weil wir sie annehmen. Wenn wir sie ablehnen, dann ist sie nicht mehr da. Und das ist ein Punkt, dieser Erkenntnispunkt, ich denke mal, du siehst das wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, aber dieser Punkt, den möchte ich gerne so ein bisschen hervorheben, weil ich das gerne möglichst vielen Menschen geben möchte. Ja, das deckt sich sehr ähnlich mit dem, was, also ich möchte eigentlich gar nicht mehr groß irgendwem was geben, es sei denn, die Leute wollen was haben. Ich habe gemerkt, dass diese ganze Missioniererei halt eben auch immer nur Ablenkung von mir selber war. Und habe halt eben irgendwann dann gemerkt, so, ey Alter, wenn du anfängst, so eindringlich zu reden, und unbedingt das Gefühl und das Bedürfnis hast, jemand anderem was zu sagen, dann hör gut selber zu, weil du redest gerade von dir. Du schilderst gerade deine Sichtweise der Dinge, so wie das jeder tut, wenn er den Mund aufmacht. Aber irgendwie haben wir das vergessen. Und als mir das dann irgendwann wieder klar wurde, ging vieles leichter. Ja, du, mir geht es auch nicht um das Missionieren. Ja? Das Missionieren ist, denke ich, eine Art, die wir nicht, um Gottes Willen, wir dürfen nicht missionieren, weil zu missionieren. Worauf ich hinaus will, ist dabei was anderes. Aber gut, dass du auf das Wort exakt einsteigst. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, und das hört sich immer so doof an, wenn ich sage, helft mir, andere Worte dafür zu finden. Die anderen sind mir egal geworden, gleichgültig, gleichwertig mit allem um mich herum, inklusive mir selber. Ich brauche nichts mehr für die anderen zu tun. Ich habe auch gemerkt, dass ab einem gewissen Maß an Ehrlichkeit, mit dem man mit sich selber umgeht, man eigentlich überhaupt gar nichts für die anderen jemals getan hat, auch wenn es immer so aussah und wenn man es auch selber so gesehen hat. Aber letztendlich haben wir noch nie was für andere getan, ohne dass wir irgendwie gedacht haben, dass uns das auch in irgendeiner Form dienlich ist. Weil, ne, sich selber in die Füße zu hacken, macht halt eben auch keinen großen Sinn für irgendjemanden. Und bei allem, was so an Helfersyndrom auf der Erde auch aufgetaucht ist, war das halt eben auch so, dass man letztendlich, und das ist ja das, warum auch so viele Helfende hinterher enttäuscht sind, weil sie nichts zurückbekommen haben, weil sie halt eben das, was sie getan haben, nicht für sich, sondern für den anderen getan haben. Und dann ist dann tatsächlich ein Energieausgleich nötig, den ich halt auch nicht mehr brauche, weil, naja, weil ich halt eben schon durch das, was ich mache, halt eben schon was davon habe, dass ich es tue. Und dann tue ich es definitiv auch ganz bewusst für mich und freue mich immer ein Loch im Bauch, wenn jemand anders auch noch was davon hat. Ja, natürlich. Nein, ich
Ich lass mich bitte nochmal auf diesem Pfad bleiben. Ich sehe das auch nicht, das, was ich jetzt hier oder wo wir uns jetzt drüber unterhalten, das sehe ich auch nicht als Missionieren. Und das Geben, anderen Menschen geben, ist vielleicht auch der andere, der falsche Ausdruck. Ich beschäftige mich halt auch sehr viel, im Gegensatz zu dir jetzt, noch damit, dass ich schon Menschen ansprechen möchte, die noch in diesem Konstrukt feststecken. Und mir geht es nicht darum, anderen Leuten an Lehren zu erteilen oder anderen Leuten irgendetwas nahe zu bringen, sondern einfach nur belanglos Beispiele aufzuzeigen. Und wen es interessiert, der darf sich diese Beispiele gerne anhören. Aber es sind Beispiele. Und da mache ich auch bei vielen Dingen in meinem Leben, mache ich immer wieder den Unterschied. Es geht nicht darum, was ich sage, sondern dass dies einfach Menschen animieren soll, über sich selbst nachzudenken, in ihre Selbstverantwortung zu gehen, in ihr Selbstbewusstsein zu gehen und sich diese Fragen, die andere Menschen sich gestellt haben, auch stellen sollen, oder vielleicht nicht sollen, ist vielleicht das falsche Wort, aber können, um auch Menschen wie dich zu verstehen. Ja, denn ich denke schon, dass wir als Beispiele in der Zeit, gerade in der heutigen Zeit, dass Menschen wie du als Beispiele gelten, die man gar nicht so sehr unterbewerten darf. Ja. Wichtig ist nur, dass die anderen verstehen, was es ist, weil nur dann können sie ihr Urteil wirklich fällen. Und viele fällen Urteile. Und das ist absolut falsch. Ja, auch wenn ich jetzt sage, die können dann ihr Urteil fällen. Nein, sie können dich verstehen, damit fällen sie kein Urteil. Aber die Menschen fällen eben Urteile, dummerweise. Und darum geht es, dass man versteht, dass es eigentlich gar nicht mehr ums Urteile fällen geht, sondern dass es einfach darum geht, andere Wege zu gehen. Und dass wir in diesem hierarchischen, konsumgeförderten, konsumgeprägten, ja, kapitalistischen Denken, dass es damit eben nicht weitergehen kann auf diesem Planeten, weil das hat alles nichts mit uns zu tun. Sind nicht wir. Und darum, das ist der springende Punkt. Ja, aber genau da ist der springende Punkt. Genau darauf will ich hinaus. Ich möchte nicht mehr irgendwem was zeigen. Das ist nicht mehr aktiv in mir. Es ist passiv. Dadurch, dass ich irgendwas mache, zeige ich den Menschen ja was. Ich brauche das gar nicht mehr zu möchten. Stattdessen bin ich überhaupt gar nicht mehr mit den anderen beschäftigt. Auch nicht in dem, was ich sage, so wie du jetzt zum Beispiel, wo du sagst, du möchtest, dass andere mich verstehen, und da geht mir durch den Kopf, ich möchte mich selber verstehen. Das reicht mir als Anspruch und Aufgabe fürs Erste aus. Da habe ich so wahnsinnig viel mit zu tun, dass ich gerade an die anderen gar nicht denken kann. Aber ich kann mich sehr wohl von ihnen inspirieren lassen. Ich verbringe wahnsinnig viel Zeit und gerne mit ihnen. Und so entsteht ein Austausch. Aber dann kommen wir halt auch eben zur Eigenständigkeit zurück und noch zu eigenständigen Denkweisen, indem wir halt eben nicht mehr mit den anderen beschäftigt sind, sondern tatsächlich mit uns selbst. Und jedes Mal, wenn ich noch irgendwas für andere getan habe, ob das jetzt wie meine Videos waren oder sonst irgendwas, habe ich halt festgestellt, das war alles für mich bestimmt. Und seit mir das bewusst ist, weiß ich, dass alles, was von mir kommt, für mich bestimmt ist. Und ich selber vor allen Dingen zuhören sollte. Klar, logisch. Und damit ist mir eigentlich bewusst, dass ich einfach nur die falschen Worte jetzt gewählt habe. Dass ich eigentlich das Gleiche meine wie du, nur. Das meistens ja. Aber es war mir halt genauso wichtig, das einfach zu ergänzen, weil Ja, weißt du, natürlich, wenn du natürlich. sagst, du möchtest, dass Leute mich verstehen, dann sollten sie verstehen, dass ich so denke. Ne? Weil ansonsten kann man nichts von dem verstehen, was ich sage, weil das quasi die Denkgrundlage ist. Ja, natürlich. Aber es geht ja nicht darum, dass sie dich verstehen, sondern dass sie verstehen oder dass Dass sie sie sich sehen können, selbst was alles verstehen. möglich ist. Ja, und Ja. für sich selbst einen Weg finden können und für sich selbst das erleben können, was du erlebst, in sich selbst und mit sich selbst. Ja, genau. Ich tausche mich halt einfach gerne aus.
mit anderen. Inspiriere aber nicht nur die anderen, sondern halt auch mich. Und natürlich, natürlich. Das ist das, was für mich wahnsinnig bewusstseinserweiternd wurde irgendwann. Klar. Wir haben den Tepalier, den holen wir mal kurz hoch, der hat eine Frage. Wunderschön. Ja, guten Abend. Dankeschön, hallo. Ich wollte mich jetzt mal bedanken für die Ausführung vom Bauch. Ich fand das jetzt sehr interessant, dass du den Begriff egal weiter übersetzt hast mit Gleichgültigkeit und dass du dich nicht mehr verhalten tust, weil du das Gefühl hast, dass jemand das möchte, sondern ja, dass du dich halt einfach verhältst und dadurch automatisch den Leuten was zeigst. Und das deckt sich sehr mit meiner Wahrnehmung oder mit meiner Idee. Und ich wollte da jetzt mal mit einbringen oder mal fragen, wie ihr das seht, wenn man sagt, dass es im Prinzip ja eigentlich nur ein Verhalten gibt, ja, und ich zum Beispiel finde, dass man halt im großen Maßstab jetzt gesehen irgendwie vor nichts halt irgendwie fliehen kann. Das geht grundsätzlich nicht. Du kannst niemals irgendwie weglaufen, weil du bist immer eingebunden in dieses ganze Ding. Und das Verhalten immer ausgerichtet ist, entweder halt sozusagen, je nachdem, wie man sich fühlt, auf den Wunsch, etwas verändern zu wollen oder nicht. Ja. Und die Frage, welche Strategie man da jetzt hat, wenn du zum Beispiel sagst, dass du dich einfach verhältst, ohne jemand anderen jetzt irgendwie beeinflussen zu wollen, dass es dir gleichgültig ist, das wäre dann eigentlich, du bist sowieso schon harmonisiert, aber wenn du jetzt irgendwas verändern möchtest, was hast du dann für eine Strategie, ja? Also machst du das aktiv oder machst du das passiv? Das ist so die Frage, was soll die Strategie sein? Und da mal jetzt gerade noch dazu erwähnt, dass ich finde, dass halt aktiv für mich in etwa dem Konzept entspricht, dass man offensiv sich verhält und passives Verhalten gibt's eigentlich nicht. Passiv ist man eigentlich auch nie, sondern passiv entspricht dann eher so dem Konzept von defensivem Verhalten. Und das Verhalten entweder einfach fließt, wenn man der Meinung ist, Entschuldigung, dass sowieso alles in Ordnung ist, oder dass man sich halt irgendwie gezielt verhält, wenn man etwas verändern möchte. Und dann eigentlich nur die Wahl halt, sich offensiv zu verhalten oder defensiv zu verhalten. Und da wollte ich mal fragen, wie ihr das empfindet, was ihr glaubt, was irgendwie der richtigere Weg ist. Mir geht da geradezu direkt was durch den Kopf. Und zwar Hammer, wie synchron diese Frage kommt. Die letzte Stunde vor der Sendung habe ich damit verbracht, zwei Seiten zu genau dieser Frage in mein neues Buch zu schreiben. Das ist total krass, wie synchron das alles ist. Also deswegen hier, das ist für mich nochmal so ein, das ist für mich so ein, einer von diesen nicht Zufällen, sondern Zeichen, die wir den ganzen Tag wahrnehmen können, wenn, und ich weiß, dass wir alle gerade sehr, sehr viel mit den gleichen Gedanken beschäftigt sind, deswegen wundert mich das überhaupt gar nicht, dass die Frage dann auch kommt. Und das ist quasi schon wieder ein Beispiel für die Antwort, die ich dir jetzt gebe. Aktiv bin ich eigentlich die ganze Zeit nur, also im Grunde genommen, bei länger drüber nachgucken und beobachten, was ich denn tue, aktiv mit Beobachten beschäftigt. Das ist der aktive Posten in mir. Alles andere fließt durch mein Leben wie in einem Film. Und zwar Wort für Wort vorgegeben. Ich könnte nicht von einem Wort behaupten, dass ich mir das hätte überlegen können. Ich sage zu je, also ne, das nenne ich dann passives Reden. Ich habe da einfach eine andere Definition als die, die du gerade genannt hast. Passiv ist für mich einfach ohne weiteres Zutun. So, wenn ich quasi jetzt also das mache ich quasi nebenher, alles das, was ich so tue. Aber aktiv liegt meine Tätigkeit bei der Beobachtung dessen, was gerade vor meiner Nase abläuft, was gerade in meiner Wahrnehmung passiert. Und das ist eine sehr meditative Tätigkeit geworden, die ich einfach inzwischen den ganzen Tag über nachgehe. Irgendwann war ich da so drin, dass ich einfach nicht rauskam. Und das ist was man trainieren kann, wie Fahrradfahren.
Er hat ja uns beide angesprochen. Also ich habe schon einen Punkt, wo ich sage, nee, wir stecken in was drin. Nein. Wir wollen in etwas drinstecken. Dazu die meisten Menschen. Ich will da nicht drinstecken. Und ich stecke da auch nicht drin. Das hat mich nicht. Weil ich das einfach irgendwo ablehnen will ich nicht sagen, aber also das, was in mir vorgeht, ist eine gewisse Ignoranz. Ja, wenn die meinen, sie müssten mich drängeln oder in die Irre führen oder sie müssten mich geißeln oder sie müssten mich terrorisieren. Nein, ich lehne es einfach ab. Ich stecke da nicht drin. Keiner muss da drin stecken. Wir stecken da drin, weil wir das wollen. Ja, das genau, dürfen wir nie vergessen. Wir stecken da drin, in dieser Mühle, die da draußen funktioniert, in Arbeiten und dieser Tagesablauf von Verkehr und Familie, also das alles, weil wir das wollen. Wenn wir das nicht wollen, dann nehmen wir einen anderen Weg. Ja? Und so ähnlich sehe ich das bei Bauch ja auch. Er hat gesagt, er wählt einen anderen Weg, ich habe einen anderen Weg gewählt. Jeder hat seinen Weg gewählt, jeder ist damit glücklich und zufrieden. Und wir sind ja jetzt zwei Wege, die nicht unbedingt gleich sind. Und Tepalier, du hast noch einen anderen Weg. Aber ich stecke nicht in diesem System. Deine Frage beantwortet, Tepalier? Ja, danke. Bauch ich noch was Ergänzendes? Ja, mir wird dann natürlich noch was so durch den Kopf gehen. Das macht das ja immer weiter. Ja, ich gebe dir vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich kann das Ganze aber gerade auch aus einer anderen Perspektive sehen, aus der die Gegenbehauptung auch richtig ist. Ich führe das kurz aus. Ich habe mich lange Jahre Bauchi genannt, über den Namen Bauchi identifiziert, weil das für mich das die Abkürzung für Bauchmensch ist. Und das war am Anfang vor allen Dingen, das war das wie ein Mantra für mich, dass ich mir jedes Mal, wenn mich jemand fragt, wie ich heiße, selber vorbeten durfte. Ich folge meinem Inneren. Ich folge dem, was tief aus mir herauskommt. Und das war auch das, wo ich dann halt vor 11 Jahren dann saß und merkte, dass da tief in meinem Inneren etwas ist, was raus will. Und das habe ich, dadurch, dass ich das jetzt 11 Jahre rauslassen konnte, kann ich aus der Perspektive dieses Innersten reden. Ich habe irgendwann vor 3 Jahren gemerkt, dass ich den Namen Bauchi auch noch völlig anders nutzen kann oder deuten kann. Als mir nämlich gewahr wurde, dass ich nicht der bin, der seinem Innersten folgt, sondern sein Innerstes ist. Das war meine Erkenntnis. Das hat dann auch noch ein Weilchen gedauert, bis das vom Kopf ins Herz gerutscht ist, der Groschen quasi wirklich gefallen ist und ich es wirklich verstanden habe. Und mich seitdem tatsächlich als etwas Höheres empfinden kann, als das Niedere, was ich damals empfunden habe. Und aus der Perspektive heraus kann der Avatar Bauchi gar nichts. Und er steckt in was drin, was ich ihm nicht vorgebe, in Absprache mit all den anderen Seelen, die gerade dieser Verabredung beiwohnen, wo jeder seinem eigenen Interesse wegen gefolgt ist, um hier zu sein und sich so diese Radiosendung zum Beispiel einfach gerade manifestiert. Sie ist ja gerade völlig real innerhalb dieser Illusion und in der stecken wir. Wir sind hier tatsächlich in einer Matrix und ich kann sehen inzwischen, physisch sehen, wie diese Dinge sich alle ineinander fügen, ihre Form annehmen und diese Form auch irgendwann wieder verlassen. Das kann man sehr ähnlich vergleichen mit so einer 3D-Darstellung von einem, ach, wie nennt man die Dinger, hier, ihr kennt das alle, wo da die grünen Balken hochgehen, wenn irgendwo Sound ist, die dann oben gelb werden und dann rot, ne? So, und wenn man so eine 3D-Darstellung aus dem Player kennt,
als Visualisierung, wo eine schwarze Fläche die Stille symbolisiert, die immer da ist, aus der all diese Töne hervorgehen, ihren Peak erreichen, für so lange wie nötig, dann wieder in die Stille zurückkehren. Jeder einzelne Ton. Und diese Stille ist immer da, aber jetzt weiche ich gerade fast ab. Das Ding ist, dass man Prozesse genauso beobachten kann. Und dann sieht man die tatsächlich mit seinen physischen Augen vor sich passieren. Aber halt eben nicht in den Dingen, sondern in den Prozessen, die hinter diesen Dingen stehen. Und dann wird das Leben auf einmal sehr interessant, weil dann bekommt man auch auf einmal mit, dass das ein Film ist, den man da guckt, den man dann sein Leben nennt. Und wenn man den auch einfach mal ein wenig laufen lässt, ohne das Gefühl, man muss jetzt irgendwas oder bräuchte, weil man gerade mal einfach sieht, dass man gar nichts tun kann. Einfach, weil man das gerade will. Um sich die Welt mal kurz so anzuschauen, wie sie denn aussieht, wenn man tatsächlich nichts kann und wie in einem Kino sitzt und nur vergessen hat, dass man in dem Kino sitzt, weil der Film einen so gefesselt hat. Und da haben wir dann halt eben genau diese Sachen am Laufen, wo ich gerade sage, da kann man dann halt eben aktiv gar nicht mehr wirklich was machen. Das läuft bei mir passiv durch und mein aktiver Posten besteht darin, oder meine aktive Tätigkeit besteht nur mehr darin, diesen Film anzugucken, mein Leben. Und ich, das Innere in mir, hat da sehr, sehr viel von. Und dadurch lernen wir. Du hast aber jetzt drück mal auf deine Taste. Hörst du mich? Hört ihr mich nicht? Wenn du auf die Taste drückst, hören wir dich. Nee, das ist, verwundert mich, weil das X sollte schon funktionieren. Doch, jetzt müsstest du mich hören, oder? Jetzt ja. Okay. Du bist eben auf die Musik gekommen und damit kommen wir zu einem, ich habe heute Nacht Songs gehört, da habe ich gesagt, ab sofort haben wir die Orky Talk Charts und dieser Hit geht sofort auf Platz 1 der Orky Talk Hitlisten. Und ich kann nicht anders, ihn vorzuenthalten. Ich habe hier nur stehen 8V13. Bauchi, weißt du, welchen Song ich meine? Glaubst du, dass der jetzt ganz gut passt? Da das, glaube ich, in allen letzten Videos drinsteht, sind zwei zu... Also ich würde ja mal fast tippen, du meinst den Generation Gershwin. Nein, ich meine den Guru. Aber ich lasse ihn mal los. Ach, du meinst Hey Du, ja. Dann sag ich mal Hey Du. Ja. On Your Eyes von Guru Bauchi. Viel Spaß dabei. Das war noch das Intro, das alte Intro von meinen Videos, von Rock'n'Roll Jesus. Cool, das auch nochmal gehört zu haben. Ich kann dir sagen, also meistens, wenn ich Titel anhöre, dann höre ich sie nie ganz. Ich höre sie an und höre zwischendurch nochmal, höre mir vielleicht das Ende noch an. Aber ich habe oft nicht die Zeit, dass ich mir Titel ganz anhören kann. Aber ich verspreche dir, ich habe heute Nacht gesessen und habe jede Sekunde von diesem Video genossen. Und es war genial. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das sich auch mal anzutun, dieses Video. Ich habe den Link in den Chat gestellt. Ja, Chapolin schreibt gerade, dass das Video leider nicht verfügbar ist. Also Copyrights gibt es da keine drauf. Es kann also nicht sein, dass da wegen GEMA irgendwas ist. Aber tipp mal hinter das www. Und das YouTube und vor das YouTube SS rein. Dann müsstet ihr, egal welche Videos, die in anderen Ländern gesperrt sind, aus welchen Gründen noch immer, müssten sie verfügbar und anschaubar sein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, www.ssyoutube.com. Genau, und dann der Rest von dem, ne, einfach nur dazwischen setzen oben. Ah, wieder was gelernt. Fantastisch. Und für die, die das dann da immer noch irgendwelche Probleme haben, die sagen mir Bescheid und dann schicke ich euch natürlich dieses Video auf eine andere Art und Weise. Ich denke, dass Bauchi nichts dagegen hat. Habe ich nicht, aber mir geht gerade was durch den Kopf. Lasst uns mal Werbung machen. Wenn euch gefällt, was ihr hier gerade hört, dann
postet doch mal den Link zur Sendung und sagt und ladet ein, dazu zu kommen. Sprache verschlagen, findest du den Button nicht? Nee, ich war nur am Lesen, weil ich war gerade am gucken, welches jetzt anders ist, weil ich habe ja den gleichen Link wie der Kollege jetzt und sehe keinen Unterschied. Ach doch, nee, ich sehe den Unterschied. Ja. Da sind zwei X reingerutscht, die ich nicht rausgemacht habe. Oh, Verzeihung, Leute. Also, Bauri, war meine Schuld. Ich habe zwischendurch die X-Taste gebraucht zum Sprechen und habe damit versehentlich zwei X reingemacht. Wenn du dich weiter entschuldigen möchtest, sage ich einfach danke für den Hinweis und dass wir alle was gelernt haben, wie man jetzt halt eben in irgendwo in Deutschland gesperrte Videos gucken kann. Genau. Dankeschön. Ja, Mann. Seid nicht immer so hart zueinander und zu euch selbst. Guckt euch mal das Positive und Schöne an, was immer gleichzeitig dadurch passiert, dass wir irgendwas tun. Immer. Auch jetzt. Immer. Es ist immer jetzt. Immer nur jetzt. Ja, finde ich gut. Ja, es ist eben nur das Jetzt. Okay. Wir sind aber, du hast es eben schon angeschnitten mit dem Bauchi, das wollte ich dich eigentlich jetzt fragen, wie du auf Bauchi gekommen bist. Aber ich habe festgestellt, dass du ja sehr viele Namen gehabt hast oder dass du deinen Namen auch verändert und angepasst hast. Im Moment kennen wir dich unter Jesus Bruder Bauchi, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber dann gab es auch den Guru Bauchi und dann gab es noch verschiedene andere. Magst du uns da vielleicht was zu sagen, was es da so gab? Weil es kann dann auch recht interessant werden, glaube ich. Ja, kann ich gerne machen. Also im Internet war ich, seit ich angefangen habe, auch einfach in die Öffentlichkeit zu gehen, habe ich vor allen Dingen erstmal, also Georg Beres ist mein bürgerlicher Name. Bauchi gibt es, dann gab es den Leo Urlauber, nachdem der Bauchi mir mal nicht mehr so dienlich war und ich ihn mal mit 180 Sachen gegen die Wand fahren lassen musste und dann am nächsten Tag die Gelegenheit hatte, mich neu zu definieren und da wurde dann Leo Urlauber draus. Das war auf dem Jahreswechsel von 2009 auf 2010 und das war dann halt das Urlauber-Mantra, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich wie im Urlaub leben will, dann sollte ich da langsam mal mit anfangen und das ist ja nicht von den Umständen abhängig, sondern halt eben von der inneren Einstellung. Also wusste ich, sag, was du wirklich denkst, das ist der Schlüssel zu alledem und habe angefangen, meinen Namen anders zu verwenden und habe mich Leo Urlauber genannt. Leo war damals eine Anspielung auf das hebräische Wort Lior für Licht und wurde mir gegeben. Und ja, dann gab es dann irgendwann den Jesus Urlauber, den es auch immer noch gibt. Also es gibt diese Figuren letztendlich alle noch. Einige spiele ich nur halt einfach nicht mehr sehr häufig, wie zum Beispiel Leo Urlauber. Es ist ganz selten, dass ich mich mal noch als Leo Urlauber irgendwo vorstelle. Es gibt noch Leute, die mich noch so nennen, weil sie mich so kennengelernt haben. Aber, na und dann wurde da der Jesus Urlauber draus, dann kam der Jörg Beres zurück und dann, ihr wisst ja, das, worauf ich hinaus will und warum ich auch gerade so ein bisschen ins Lachhafte ziehe, ist, dass diese ganzen Namen quasi Namen von Avataren waren. Diese jeweilig anderen Avatare, mit denen ich in meinem Leben spielen konnte, das ist wirklich wie ja, Kopfkonsole. Das ist halt wie in einer Computerwelt, in einem Computerspiel. Und ich spiele halt mein Leben explizit. Und wie in einer Konsole, in einem Computerspiel, habe ich die Möglichkeit, Charaktere aufzubauen. Und wie in einem Computerspiel tue ich das und definiere die Person, die gerade einen bestimmten Namen trägt, weil mir das erleichtert, eine ganz bestimmte Sache nicht mehr zu vergessen, nämlich dass ich keine einzige von diesen Persönlichkeiten, diesen Avataren, die ich spiele durch meine Figur, die ich auf meinem Monitor hier habe, die ihr alle Bauchi nennt, wenn ihr das seht, halt wirklich die Möglichkeit gehabt, rumzutesten, rumzuspielen, regelrecht, wie in einem Computerspiel. Ich konnte und ich habe eben dadurch
nicht vergessen, dass ich keine von diesen Figuren bin. Keine. Ich bin der Spieler, der diese Figuren nutzt, um, naja, gewisse Dinge erlebbar zu machen, in Interaktion mit anderen, die dann erlebt werden können. Und zwar aus jeder Perspektive des einzelnen Spielers heraus. Und also der einzelnen Spielfigur heraus. Wie das quasi beim Online-Spielen auch ist, wenn da auf jedem Monitor, bei LAN-Partys kann man das gut beobachten, wenn da ganz viele Monitore nebeneinander stehen, wie auf jedem einzelnen Monitor für jeden einzelnen Spielcharakter genau die Welt auf dem Monitor erscheint, die wahrgenommen werden muss, damit man das Spiel versteht. Und das hier ist irgendwie nichts anderes. Und jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren, das macht aber nichts. Magst du deine Frage einfach nochmal stellen, dann kommen wir darauf zurück. Nein, wir sind ja so ziemlich auch gut durch. Nein, Faden verloren? Nein, Faden können wir nicht verlieren. Der hört dann nur an der richtigen Stelle auf. Ja, genau. Nur ich bekomme dann oftmals vorgeworfen, dass ich von Hölzchen über Stöckchen gehe und dann den Punkt nicht wiederfinde, was aber in meiner Wahrnehmung eigentlich auch völlig irrelevant geworden ist, weil es kommt immer wieder zum Thema zurück und diese ganzen Zwischensequenzen sind alle zum Verständnis nötig. Irgendwie. Jetzt machst du aber gerade das, was du mir eben vorgeworfen hast. Du brauchst dich auch nicht entschuldigen. Ist okay. Das war eigentlich eine Erklärung. Ich habe gerade was Positives beobachtet. Ich hatte es gerade nicht nötig, mich zu entschuldigen. Ja, bei mir war es eigentlich auch nicht Entschuldigung, anders. Entschuldigung, wenn er rübergekommen ist. Ach, guck mal, denn doch eine Entschuldigung. Nein, Spaß beiseite. Bei mir war es ja auch die Erklärung. Es ist ja eigentlich meistens nur, dass man erklären will, was passiert ist. Damit alle verstehen, was passiert ist. Ach ja, um den Punkt, um die Pointe noch zu unterstreichen, ich bin keiner von denen. Deswegen, es gibt diese Namen, unter denen findet ihr Dinge im Internet, die zur jeweiligen Zeit durch den jeweiligen Charakter jetzt bist weg. Und aus seinen Sichtweisen zwischen Faden wieder verloren, Männchen, aber ich habe. Es ist halt einfach sehr dienlich, das, was wir jeden Tag an den Computern machen, wenn wir zocken, einfach zu nutzen und das und diese spielerische Art der Wahrnehmung auf unser jetziges Leben zu nehmen. Und ich bin halt eben keiner von dem. Das ist das Wichtige. Das ist die Pointe des Ganzen. Ich bin kein einziger von denen, sondern alle zusammen und nichts davon. So ist das noch am besten erklärt. Deswegen, ihr spielt mit euren Namen ruhig rum. Darüber seid ihr es gewohnt, euch sehr häufig zu identifizieren. Wenn man euch fragt, was seid ihr? Hey, erzählt den Leuten das Blaue vom Himmel. Sagt ihnen einfach das, was ihr wirklich denkt. Sagt, was in eurer Welt da gerade vor sich geht. Jeder von uns nimmt eine andere Welt wahr. Es gibt keine zwei, die die Welt gleich wahrnehmen. Und deswegen ist es Blödsinn zu versuchen, in seinen Denkweisen anderen zu entsprechen. Und das ist eigentlich die wahre Spinnerei. Das ist das, was einen geistig einschränkt. Was einen dazu führt, eben was anderes zu sagen, als man wirklich denkt, oder einfach ganz die Schnauze zu halten. Und das ist so ein, so bei den ganzen Namensdingern war das eigentlich so der Ursprungsgedanke. Nutz deine Fantasie und sage, was du wirklich denkst. Deswegen habe ich angefangen, Videos zu machen und zu sagen, was ich wirklich, wirklich denke. Und dass ihr heute alle sitzt und zuhört und irgendwas davon habt ihr einzig und allein eurem Interesse zu verdanken, Gedanken zu diesem Thema einfach zu lauschen. Und das war's auch schon. Und so sitzen wir hier im Prinzip alle auf einer Augenhöhe und machen im Teamplay was man Kreation nennen könnte. Ja, natürlich. Aber Kreation, kleinen Moment noch, Tepalier. Kreation ist auch das Thema. Na gut, nee, bevor ich das Thema wechsle, hören wir erst noch mal kurz den Tepalier.
Hallihallo. Okay. Ja, nochmal, hallo. Danke, Georg. Ich sag mal du, danke für die Ausführungen mit den Avataren und den Vergleich mit einem Computerspiel. Ich glaube allerdings, der kleine Kniff, dass man es umgekehrt eigentlich auch sieht, nicht das Leben ist wie ein Computerspiel, sondern das Computerspiel ist halt wie das Leben. Ja, also natürlich ist es schon richtig. Man ist Das eigentlich fällt keiner. beide Sichtweisen gut anzugucken. Das funktioniert bidirektional, du hast vollkommen recht. Also hier wieder, beide Seiten sind richtig. Genau, das, was du sagst, hat dem, was ich gesagt habe, in keinster Weise widersprochen. Das ist tatsächlich so, nur einfach aus einer anderen Perspektive. Schau dir beide an und dann siehst du, dass das wunderbar miteinander funktioniert. Vor allen Dingen beim Verständnis dessen, wo wir uns hier eigentlich befinden, wo wir hier eigentlich sind. Und wer und so. Und da hilft das unheimlich. Ich sag das nicht, weil ich euch irgendwas verkaufen will. Ich habe nur die Frage beantwortet, wie es bei mir dazu gekommen ist. Ja, natürlich. Ja, so kann ich das sehen, genau. Sorry. Ja, also bidirektional in beide Richtungen, ne? Ich habe das für mich gesehen in einem Vergleich einfach mit Literatur. Denn Computerspiele, das ist ja so eine Sache, die gibt's vielleicht seit 30 Jahren, die haben sich entwickelt. Und früher hattest du einfach Literatur und also Bücher, Romane. Die Leute haben gesagt, ach schau, hier dieser Roman, das ist ja wie im Leben. Ne? Und genau so ist es. Und heute hast du ein Computerspiel und sagst, ach ja, genau, das ist ja wie im Leben. Ne? Oder du nimmst es halt andersrum. Du hast halt das Leben und heutzutage und sagst halt, ach guck mal, das Leben ist ja genau wie im Computerspiel. Ne? Genau, und extra an dem Punkt kommt die Frage, wie sehe ich es denn gerade? Und Bauchi ist immer wieder der Meinung, am liebsten von beiden Seiten. Und ja, du hast vollkommen recht. Lass sich deine Worte einfach ergänzen und du siehst, dass es letztendlich völlig egal ist, ob das jetzt Literatur ist oder aus Computerspielen, die dann wie das Leben sind oder umgekehrt, wodurch es tatsächlich ja dann aber dazu kommt, dass es egal, ob das eine ist wie das andere oder das andere wie das eine, sie scheinen dann eins zu eins gleich zu sein. Und dann ist es letztendlich dann sichtbar, dass es tatsächlich auch daherkommt, weil sich das einfach angleicht. Und warum ich aber das mit dem On-Mind-Gaming so wahnsinnig interessant und hilfreich finde und warum ich das auch gerade gerne anführe, ist, dass ich sehe, ganz unerheblich davon, wie viele Bücher wir in den letzten paar Jahrtausenden gelesen haben, aber im Moment und seit 20 Jahren oder so vor diesen kleinen Kisten sitzen und in einer Welt, egal ob die real oder virtuell ist, in der virtuellen Realität ist sie ja real, so wie wir sie wahrnehmen können, oder zumindest mit zwei Sinnen. Aber halt eben da nicht einfach nur alles kaputt zu machen, sondern oder gegeneinander zu nutzen, sondern halt auch immer mehr tatsächlich auch sinnvoll miteinander nutzen. So, und dann kommt dann zum Spiel. So. Da müsst ihr jetzt drauf klarkommen. Ich habe es genossen, in den letzten Wochen beiwohnen zu dürfen, als ich zwischen zwei Freunden saß, die beide mit Xbox aneinander vernetzt und zwei großen Monitoren Call of Duty Black Ops gespielt haben. Und zwar in einer Map, in der es darum ging, möglichst viele Aliens abzuknallen. Und ich saß dazwischen und schaute zu und sah zum einen, wie auf jedem Bildschirm das angezeigt wird, was gerade angezeigt werden muss, und nahm mich immer mehr wie in einem Spiel wahr. Nun ist das bei mir ja nichts Neues, aber auf die Weise konnte ich es nochmal auf einem völlig neuen Level erleben. Und dann ist halt auch was passiert, dass ich halt eben, wenn wir nicht gespielt haben oder die beiden nicht gespielt haben und wir dann zwischendurch über solche Analogien sprachen zwischen virtuell reellen Welten und dass das hier eventuell ein Holodeck sein könnte und dass es aber letztendlich scheißegal ist, ob es eins ist oder nicht, aber dass man auf jeden Fall darin genauso spielen kann,
wie auf den Computerspielen. Und ihr glaubt nicht, was wir dazugelernt haben, dadurch, dass wir Black Ops gespielt haben und wie die bescheuerten Aliens zersemmelt haben. Das ist alles halt, und deswegen sage ich das gerade, immer eine Frage der Perspektive. Der eine sieht das, der andere sieht das, und ich sehe am liebsten beides. Da geht es mir einfach am besten mit. Und wie schaffe ich das? Indem ich nichts Scheiße nenne oder irgendwas besser finde als irgendwas anderes, sondern einfach hingucke und guck, was ich da so sehe. Wie ein staunendes Kind. Und seitdem bin ich auch immer wieder immer mehr begeistert. Weil das hat mir gefehlt vorher. Und so spiele ich in dieser Welt letztendlich First Life. Und das war es auch schon. Bauke, darf ich mal was ableiten? Immer, bitte. Du musst nur mal vom Mikro. Was sagst du? Dein Mikro hängt. Klick mal auf Konfiguration. Und dann auf Anwenden und auf Fertig. Jetzt ist er kurz rausgeflogen. Wird bestimmt gleich wieder kommen. Ich muss schon wieder da sein und gucken, wo er steckt. Hui, da ist er schon wieder. Funktioniert das jetzt? Ja. Super. Also nochmal danke für die Ausführung, gerade mit den Wochen, in denen du da wieder was gelernt hast, wo du das einfach beobachtet hast mit dem Spiel. Ich finde, da hast du vorher schon was Gutes dazu gesagt, und zwar du guckst den beiden zu, wie sie das Spiel spielen und wie die Monitore das anzeigen, was sie anzeigen müssen. Ja, aber du siehst halt nicht die Dinge, sondern du siehst halt eher den Prozess dahinter, ne? Und insofern funktioniert die Analogie auch ganz gut, wenn du nämlich zum Beispiel in so einem Spiel, wenn du da halt irgendwie alles kaputt machst, ja, und alle Aliens irgendwie super schnell abschießt oder so, dann ist das Spiel halt direkt beendet, ja? Und das begreifst du halt, wenn du dir mal kurz überlegst, wie ist eigentlich der Prozess dahinter? Wie ist der Prozess in dem Spiel? Der Prozess ist halt einfach, wenn du alles sozusagen gemacht hast, was es in dem Spiel zu machen gibt, wenn du alle abgeknallt hättest, dann ist es einfach zu Ende. Ja? Und deswegen guckst du in den Prozess und du interessierst dich vielleicht nicht so sehr für dieses alle abknallen, weil du weißt ja dann schon, was das Ergebnis davon sein wird, sondern du interessierst dich viel mehr für das Spiel als solches, ja? Also für den Ablauf, für den Prozess, nicht für die Dinge, sondern für den Prozess. Da geht mir noch was durch den Kopf zu, auch. Weißt du, warum ich in Autorennspielen ziemlich gut bin? Weil es mir völlig schnuppe ist, ob ich gewinne oder nicht. Ich fahre nicht, um zu gewinnen. Ich fahre, weil ich Bock aufs Fahren habe. Und wenn ich der Letzte bin, der da reinkommt, dann war ich der Gewinner, weil ich bin am längsten gefahren. Ich hatte am längsten Spaß, während die anderen dann vorne noch auf mich warten mussten, bis ich da bin. Das erinnert mich quasi 1:1 gerade dazu. Das, was du sagst, ist für mich so eine meiner praktischen Erfahrungen. Ah, danke. Ist auch eine schöne Analogie dazu, ja? Okay. Aber mal von den Videospielen in eine andere Richtung. Ich gehöre jetzt leider nicht zur Generation der Videospiele und würde ich da vielleicht auch besser mitreden und mitdenken können. Aber ich habe diesen Gerät, diesen dann Spiel... Dann mache ich dann demnächst Sendungen zu. Keine Sorge. Cool, dann komme ich als Zuhörer zum Lernen. Wie gesagt, ich habe mit diesen Videospielen nicht so sehr viel. Es gibt verschiedene Sachen, die ich auch gerne... Ich bin auch einer, der spielt, ja, in bestimmten Rahmen, aber eher aus, wie gesagt, aus dem Punkt heraus, nicht um zu gewinnen, sondern um es zu tun und weil es Spaß macht. Ich habe gar nicht mehr, schon lange nicht mehr die Ambition, gewinnen zu wollen. Aber das ist bei mir bei Brettspielen auch nicht anders. Seitdem ich einfach nicht mehr gewinnen muss,
ganz Spaß am Spielen haben. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich in meiner ersten Ehe mit meiner Frau einfach nicht mehr Siedler von Catan spielen wollte, weil die das jedes Mal als Gelegenheit genommen hat, sich mit irgendjemand anderem gegen mich zu verbünden. Und dann hat das irgendwie einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das ist, was ich meine. Und seitdem mir das Schnuppe sein kann, spiele ich halt auch wirklich wieder sehr gerne, weil es Spaß macht zu spielen. Und dann ist das egal, wer gewinnt. Hauptsache, man hat Spaß gehabt. Das, dann haben alle gewonnen. Ja, natürlich. Ja, genau, ganz genau. Ganz genau. Ich möchte aber gerne auf einen anderen Bauchi zu sprechen kommen, den ich irgendwo schon in die künstlerische Ecke ein... im künstlerischen Bereich sehen möchte. Denn ich habe festgestellt, dass du auch eine künstlerische Seite hast, die wo ich sage, dass dieser Bereich, und ich glaube, du weißt ganz genau, wo ich hin will, dass dieser Bereich durch Sachen, wie du sie machst... Tüten bauen? Wie bitte? Tüten bauen? Nein, das ist ja kein... Nein, das ist ein Handwerk. Das hat nichts mit Künstler zu tun. Okay. Ja? Nee, da weiß ich aber dennoch nicht genau, wo du drauf hinaus willst, weil ich mache... Ja, du machst Tattoos. Ach, das, ja, natürlich. Und da sind so geile Sachen dabei. Ja, ich kann also jedem empfehlen, das Mikro auf. Boah, jetzt muss ich schon wieder was sagen, weil es raus will, was fast so klingt, als würde ich dir widersprechen. Ist aber nicht so. Man könnte sagen, der Bauchi macht Tattoos. Aber dem Bauchi ist irgendwann mal aufgefallen, dass das so gar nicht wirklich stimmt. Denn wann immer er da sitzt und tätowiert, macht er eigentlich überhaupt gar nichts. Der raucht sich vorher eine Kippe, weil das sein Indikator, sein Ritual ist, um sich ganz schnell in einen tranceähnlichen Zustand zu versetzen. Trance-Stufe 2, das ist quasi das, womit wir alle auf dem Fernseher sitzen. Und dann etwas in sich agieren lässt. Und da sind wir wieder beim göttlich-kreativen. Nennt es, wie ihr das wollt, aber hört oft dahin zu beten. Fangt an, das an euch zu aktivieren und zu nutzen. Das seid ihr selber immer schon gewesen und immer offensichtlicher. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, wer mal im Facebook auf die Seite von Bauchi geht, sich da die Bilder anzuschauen. Das sind wirklich Aufnahmen dabei, wo man wirklich Freude hat hinzuschauen und mit Freude zuschauen will, weil es ist, das sind sehr, sehr gelungene Arbeiten dabei, wo ich also schon die mir sehr gefallen, die mir sehr viel Freude, die mir gut tun, die mir gut tun, sie zu sehen. Ja, das freut den Bauchi gerade sehr. Also eine Figur, die ich immer wieder mal spiele, kann ich gerade drüber berichten, der steht da und grinst und freut sich und sagt Dankeschön. Bitte gerne. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist eben, du bist, da steckt so viel Herz und Liebe. Das ist in einem Song, hast du es auch rausgehört. Hingabe. Das Hingabe, ist ja. Hingabe. Genau. Ich trainiere mich im Hingeben. Genau. Und durch meine künstlerische Seite habe ich da ein sehr gutes Trainingspotenzial. Aber das ist letztendlich, jeder macht irgendwas gerne und darin kann jeder sein eigenes Trainingspotenzial finden, sich in Hingabe zu trainieren. Und das, was man gerade macht, wirklich gern und mit Lust und Begeisterung zu tun. Und sich den Weg anzugucken, wie er aussieht, bis man das hinbekommen hat, das als 24 Stunden Dauereinstellung in sich installiert zu haben. Ich sag ja, das dauert im Moment gar nicht mal mehr lange. Es geht mittlerweile so schnell. Ich sehe die Ladebalken flitzen. Ja, natürlich, glaube ich, ich finde das so, also die letzten Tage, als ich mich jetzt dann, oder die letzten zwei Tage, als ich mich intensiv auch das ein oder andere angetan habe, nicht angetan, okay, ihr wisst, was ich meine das positiv,
Da bin ich schon echt. Es hat mir sehr viel Gutes gegeben. Und das fand ich gut. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal ins Musikalische. Und da habe ich wieder mal einen Platz 1. Gleiche Woche Platz 1. Also wir haben in unseren Charts, haben wir jetzt zweimal Platz 1. Ist ja auch mal lustig. Dritte Mal Platz 1 kommt auch noch. Aber wir kriegen auch noch vierte und fünfte Mal Platz 1. Aber die sind dann nicht von Bauchi. Aber da kommt jetzt. Wir sind hier. Was sagst du dazu? Zu dem Song, Ja. der kam ja auch mal irgendwann mit der Not Conscious im Skype oder so. Sie schrieb irgendeine Zeile und dann, keine Ahnung, kam ja halt einfach der Rest und ich brauchte das mal abzutippen. 20 Minuten später stand das dann da. Und ja. Es ist ein Song geworden. Ach so, ja, genau. Ich danke für die Frage. Schwafel, Schwafel. Jetzt kommt's mir. Für heute noch gilt dieser Song als einer, der gechannelt wurde. Der Autor ist unbekannt. Es gibt Tipps, dass Rio Reiser da irgendwie seine Hände mit im Spiel hatte. Wie auch immer. Ich habe ihn nur aufgeschrieben. Er ist nicht von mir. Aber die Autoren bitten herzlichst darum, von diesem Song, den ihr jetzt gleich hört, eure eigenen Coverversionen zu machen. Der Text steht völlig frei und Mama Erde würde sich wahnsinnig freuen, wenn sie mehr und mehr Lieder hören würde mit diesem Text, den ihr jetzt hören dürft. Einmal Musik ab, bitte. Und bloß nicht eine einzige Note versäumen. Wie gesagt, ich habe den Link auch nochmal in den Chat reingestellt und da könnt ihr euch die Videos gerne anschauen. Ich finde sie einfach nur Wahnsinn. Also, da ja unsere Administration auch gerade zuhört, ich beantrage jetzt schon mal eine Hitparade, in der es aber dann nur erste Plätze geben wird wahrscheinlich. Ne? Okay. Jetzt finde ich mal die geilste Idee. Nur erste Plätze. Ne, das finde ich auch. Ich finde das sowas. Und wir haben ja genug davon. Mehr als genug. Aber das sind eben sehr wertvolle Beiträge, auf die ich, wo ich froh bin, dass ich sie jetzt in meinem Repertoire habe. Ich freue mich auch, wenn ich dazu beitragen kann. Du hast es vorhin schon angeschnitten. Du bist im Moment dabei, ein Buch zu schreiben. Ja. Das ist mir natürlich logischerweise nicht genug. Da wüsste ich schon nicht Hier ist bisschen mehr. er. Ups, Moment. So, hört er mich? Hört man mich? Ja. Mir ist da was untergekommen, was mich umhaut. Und zwar hat ein Freund von mir ein Erlebnis gehabt und ist seitdem wie ausgewechselt und erzählt mir eine Geschichte, auf dass ich sie schreibe, die mir tatsächlich sprichwörtlich den Verstand raubt und klärt. Ich kann gerade dabei zugucken, wie sich ein neuer kreiert durch das Schreiben dieses Buches. Und das Erlebnis, was er hatte, war eine Zeitreise in das Jahr 2020. Das ist gerade mal 5 Jahre weg, aber die Welt, die er beschreibt, die er in dieser Zeit da erlebt hat, scheint durch die Erzählung, die dazugehört, so greifbar, dass ich nicht anders konnte, als der Bitte nachzukommen, da ein Buch draus zu schreiben. Und da bin ich halt gerade immer noch dran. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach, keine Ahnung. Ich habe sehr viel mehr das Empfinden, dass ich beim Schreiben das Buch lese, als dass ich es schreiben würde. Ich setze mich dann nur hin und erlaube meinen Fingern zu tippen, was da halt durchkommt. Ich sitze keine Sekunde da, in der ich irgendwas mir überlegen müsste. Ich channel den kompletten Inhalt. Letztendlich.
inspiriert durch all die Informationen, die ich bekommen habe, aber das fließt halt einfach. Und auf diese Weise erlebe ich gerade etwas völlig Unbeschreibliches, obwohl ich tatsächlich es gerade in einem Buch niederschreibe. So viel zum Thema Paradoxa des Universums. Und herzlich willkommen in einer Welt voll von diesen. Es ist, ja, keine Ahnung, was mir vor allen Dingen am meisten an diesem Buch gefällt, ist, mit was für einer Begeisterung ich da nochmal bei bin, wo ich gerade wirklich mich auch darum kümmern darf und gerade nichts anderes tun muss und meine Zeit damit verbringen kann und merke, dass in den Zeiten, wo ich gerade nicht tippe, alle nötigen Informationen oder Inspirationen noch mit parallel downloade im Gespräch mit den Leuten um mich rum, jetzt in diesem Moment genauso. Die dann letztendlich, von denen ich dann halt festgestellt habe, alles klar, wenn ich mich das nächste Mal hinsetze und tippen, dann ist das da irgendwie mit drin verarbeitet. Und ich erlebe quasi gerade das Diktat eines Buches, das in einer Woche fertig sein soll, wie es in dem Buch heißt. Und ansonsten kann ich euch da auch noch nicht wirklich was zu sagen, weil wir werden es erst abwarten müssen und es dann lesen, bevor wir wissen, wie es dann am Ende überhaupt zu Ende geht. Aber ja, in einer Woche bin ich soweit, dann liegt das auf jeden Fall als unlektorierte PDF zum kostenlosen Download, das Manuskript auf jeden Fall dann schon mal online. Und wer interessiert ist, darf es gerne dann lesen und sich seine Zeit dazu selber denken und gucken, was passiert in seinem Leben. In meinem Leben ist seitdem so einiges passiert und vor allen Dingen Sachen, wo ich, wenn mir das vorher einer gesagt hätte, ihn mit 10 Fingern den Vogel gezeigt hätte und gesagt hätte, du spinnst sowas von. Aber dass ich gerade in Wien sitze, um dieses Buch zu schreiben, ist etwas, was mir die Möglichkeit genommen hat, dieses Ding einfach nur noch als eine Geschichte zu sehen. Sondern irgendwie ist da viel mehr drin. Da bin ich von überzeugt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, das glaube ich schon. Ja, und dann kommen wir zum Thema Wien. Du bist jetzt in Wien im Moment. Ja. Jetzt bist du ja eigentlich immer da, ne? Also da, wo du gerade bist, bist du immer da. Nicht wirklich. Also ja, jetzt, ja, aber, ne? Aber wer weiß, wo ich morgen bin oder übermorgen oder sonst wann. Richtig, aber du hättest ja nicht hier Freunde, die dich vermisst hätten, die dich vermisst haben, wenn du immer hier wärst. Du wärst ein bisschen immer da, wo du bist, ne? Und immer da, ja, jetzt. Ja. Ne? Das ist das, was ich meine. Wie wird denn, oder hast du schon irgendwelche Vorstellungen, Ambitionen oder Visionen, wie dein Jetzt in der nächsten Zukunft, die nächsten Tage, Wochen, Monate aussieht? Nicht im Geringsten. Ich weiß, was für Dinge ich wohl offensichtlich demnächst noch erleben werde, aber ich kann von nichts davon sagen, wann. Ich merke, dass ich von Zeit zu Zeit immer wieder Gelegenheit bekomme, einer meiner Visionen Energie zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken. Und also eigentlich ist das so ein Ding, es geht eigentlich dann quer durch die Bank an allen meinen Wünschen gerade weiter. Aber ich brauche halt nicht mehr großartig irgendwas zu tun und vor allen Dingen nicht schnell. Ich habe Zeit, mir ist das völlig egal, wann was kommt. Aber auf die Weise bin ich in jeder Situation, die kommt, bestmöglich darauf vorbereitet. Weil ich dann weiß, alles klar, jetzt ist die Situation da. Und jetzt schaust du einfach, was passiert. Was durch dich getan wird, schaust dir einfach an. Reagier mal einfach genauso, wie du willst. Und dann passieren so Dinge, dass man sich dann halt solche Worte anhört wie diese, die einen daran erinnern, dass man es immer selber ist, der sich aussucht, was er sich gerade anhört und so. Ja, natürlich. Das ist
Aber ich, bevor wir dann zu deinem Stichwort Jesus kommen, ich denke mal, egal wo dein Da in der Realität ist, für die Freunde auf OrkiTalk wirst du in Zukunft häufiger zumindest mal auf dem Mumble anwesend sein, egal wo sich dein Standort befindet. Und das ist das Schöne dieser Zeit und das ist das Schöne, dass es OrkiTalk gibt und dass es diese Möglichkeit gibt, die uns ermöglicht, diese Verbindungen, die, ja, wenn ich mal 10 Jahre zurückgehe, wäre es undenkbar gewesen, sich auf diese Art und Weise auszutauschen. Und das ist etwas, was mich auch sehr angenehm fasziniert und begeistert. Ja, hier ist genau der Punkt. Das ist das, wo das Internet halt tatsächlich viel, viel mehr ist, als die meisten drin sehen. Die meisten sehen darin eine Möglichkeit zum Zeitvertreib. Aber das Internet ist ja auch mit Placebo- und Nocebo-Effekt behaftet. Und man kann es ja im Negativen sehen, als Waffe, die sehr effektiv gegen uns alle eingesetzt wird. Aber wenn ich es doch schon so sehe, dann kann ich doch gleichzeitig das ganze Ding auch als ein Werkzeug nutzen, das effektiv funktioniert und dann halt eben anfangen, dieses Internet so zu nutzen, wie es mir am dienlichsten ist. Und das tue ich, ich persönlich, ich Bauchi, der jetzt gerade einfach mal auch als Bauchi zu euch spricht, und diese Webseiten hier, diese Webpräsenz pflegt so, das tue ich wirklich jeden einzelnen Tag, indem ich sage, was ich wirklich denke. Und diese Erinnerung, die werde ich noch einige Male bringen. Weil wann irgendetwas in meinem Leben überhaupt irgendetwas ändern konnte, dann war das, dass ich angefangen habe, und auch das ist einfach nur irgendwann in mir passiert, als ich dem Ding mein Interesse zuschickte, dass ich halt einfach, schon wieder einen Faden verloren, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, da ist es wieder. Blödsinn. Wir wissen, dass es alles seinen Sinn hat und regen uns einfach mal nicht drüber auf. So. Der Bauch hier redet halt manchmal viel, ne? Wisst ihr? Ist auch nichts Neues. Kann mir einer sagen, wo ich stehen geblieben bin, wo ich hängen geblieben bin? Ja, fragen wir das doch mal. Wer kann jetzt Bauch hier am besten sagen, wo er stehen geblieben ist? Ich denke, Chapolin. Der ist am geeignetsten. Der erlaube ich mir einfach mal rauszuholen. Wo steckst du? Weil du bist am dichtesten am Thema dran und deswegen habe ich dich jetzt einfach mal frech hochgeholt, was ich normal nicht mache. Ja, aber guten Abend, das ist in Ordnung. Aber okay. Ich habe mir das jetzt geleistet, weil alles will ich auch nicht machen. Ihr seid ja auch da, wir werden auch irgendwann zeitnah jetzt dann in die offene Talkrunde gehen und dann können wir schon mal damit anfangen, dass auch der ein oder andere was anderes sagt. Das müssen ja immer nicht die gleichen Sprecher sein, ne? Chapolin, bitte. Naja, ob ich jetzt Bauchi auf die Sprünge helfen kann, weiß ich nicht. Aber ich sehe halt das Internet als Werkzeug für eine Übergangsphase zum telepathischen Kommunizieren. Ja, toll. Das ist auf jeden Fall schön, wie du das sagst. Das ist nämlich auch so. Das ist immens so. Aber das ist eben genau das. Danke, dass du mich auch in meinen Faden wiedergegeben hast. Das Internet ist halt vor allen Dingen eine Ausdrucksform, in der man vor der gesamten Welt sagen kann, sogar, was man denkt, was man wirklich denkt. Und manchmal in der Umsetzung, wenn man damit anfängt, dann ist das völlig okay, wenn man irgendwelche Scheißsachen denkt und sich über irgendwas aufregt. Und das ist okay, Hauptsache man fängt mal an zu sagen, was man wirklich denkt. Nicht immer zu kuschen und irgendwie nach dem Maul zu reden oder sonst irgendwas. Und da hat mir das Internet und Facebook und die Möglichkeit, da meine Posts zu setzen, sehr, sehr beigeholfen. Auch meine Videos auf YouTube waren solche genutzten Gelegenheiten. Einfach immer weiter mich darin zu trainieren, das sagen, was ich wirklich denke. Und jede Form von Authentizität
wird festgestellt, wenn Wahrnehmung und Wahrgebung gleich sind. So, und lasst euch nicht täuschen, ist scheißegal, ob die anderen euch authentisch finden. Wenn ihr im Reinen mit euch seid, dann sollte das euer Maß der Dinge sein. Ja. Und ich würde noch dazu fügen zu meiner Äußerung, dass der Prozess noch sehr lange braucht. Oh ja. Oh ja, da bin ich. Das habe ich auch gedacht. Das habe ich wirklich auch gedacht. Und dann habe ich dieses Buch lesen dürfen, was ich gerade schreibe. Und irgendwie ändert sich gerade schlagartig mein ganzes Paradigma zum Thema wie lange und bla und überhaupt. Und auf einmal sehe ich tatsächlich handfeste, greifbare, umsetzbare Möglichkeiten, wie es tatsächlich dazu kommen kann, dass die Welt in 5 Jahren vollständig anders aussieht. Aber lange ist auch relativ, ne? Das hat ja auch schon verdammt lang gedauert. Warum soll es noch viel länger dauern? Und weil wir alle Informationen gesammelt haben, die wir zum Verständnis brauchen, dann ist das Verständnis meistens relativ schnell da. Nicht? Ja, ich denke, weil Chapolin meint jetzt in dem Fall die Zeit, dass die Menschen sich selbst telepathisch vernetzen. Das wird noch sehr lange dauern. Und das ist ein Entwicklungsprozess, so denke ich. Da bin ich mir nicht sicher. Das passiert gerade zeitgleich. Ich habe durchaus auch festgestellt in den letzten Jahren immer häufiger über das Internet, das ist, so nenne ich unsere, wenn ich vom Online Gaming und der Kopfkonsole spreche, dann ist das Internet quasi das Internet dieses Holodecks. Und darüber können wir, und wir können an unseren E-Mail-Verkehr und wie wir miteinander kommunizieren, auch das zeigt uns wirklich bildlich tatsächlich, wie wir das im Internet machen. Und wenn man da mal hinguckt, es lohnt sich so, einfach mal anzufangen zu gucken, was die eigenen Hände den ganzen Tag über den Eingriff zu machen. Und wenn man das mal ein paar Wochen beobachtet hat, dann sieht man Dinge, die man einfach die ganze Zeit vor der Nase hatte, sie aber nicht gesehen hat. Und dann stellt man sehr schnell diese Synchronizität zwischen der Materie und dem eher geistig Wahrgenommenen, sieht man die, weil da auf einmal Gedanken ganz, ganz schnell und plötzlich wahr werden. Und ich finde das super interessant. Und deswegen danke für diesen Anstoß gerade, weil ja, ist so. Das ist tatsächlich so, dass wir gerade das Internet nutzen, um unsere telepathischen Fähigkeiten zu reaktivieren und zu trainieren. Weil darüber, wenn wir uns unsere Kommunikation im Internet angucken, können wir die verstehen des Internets, weil die quasi nach dem gleichen Muster funktioniert. Man schreibt da einen Adressaten rein und verpackt in das Gefühl eine Information und dann geht die dahin. Und wenn wir wach genug sind, dann bekommen wir das ja auch jedes Mal mit und sehen einen Zufall. Diese Zufälle könnt ihr euch alle mal genauer angucken. Das sind alles keine Zufälle. Das sind alles genau diese Dinge, von denen ich gerade rede. Ja, ich habe also, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch Chapolin deshalb ausgewählt, weil er das ja im Grunde genommen schon im Chat geschrieben hat, um was es jetzt eigentlich ging. Deswegen habe ich ihn hochgeholt. Ja, und damit möchte ich eigentlich dann noch auf ein Thema kommen. Denn im Moment bezeichnest du dich ja als Jesus-Bruder Bauchi. Habe ich das so richtig gesagt? Ist das jetzt? Ja, ich hatte auch gerade bei dem Wort, als du es sagtest, aber ja, doch, natürlich. Im Moment ist so. Also jetzt in diesem Moment kann ich es echt gerade mal sogar noch nicht mal richtig greifen. Aber ja, in der letzten Zeit habe ich halt den Jesus-Bruder Bauchi viel gespielt, der halt eben deswegen, also wie gesagt, so die Namen meiner Charaktere sind alle sehr bezeichnend. Und den Jesus-Bruder Bauchi zeichnet quasi aus, dass er eine Erfahrung hatte, nämlich, dass er irgendwie das Neue Testament sich mal vorgenommen hat und dann mehr über Jesus wissen wollte und dann halt angefangen hat, Fragen zu stellen, die man eigentlich nicht fragen darf, weil sie in den blasphemischen Bereich abgleiten, was mir aber, also dem Bauchi damals egal sein konnte. Und dann hat dieser Bauchi-Typ
festgestellt, dass Jesus nirgendwo im Neuen Testament vermittelt ist, dass Jesus jemals zu irgendwem gesagt hätte, kniet vor mir nieder und betet mich an. So habe ich ja dabei als streng römisch-katholisch erzogener Christ 18 Jahre eingebumpert gekriegt. So, das war das Erste. Stattdessen sehe ich dann aber, dass er jedes Mal und bei jeder Gelegenheit die Menschen um sich herum alle als Brüder und Schwestern bezeichnet und dann auch noch die ganze Zeit quasi von etwas redet, als Augenhöhe bezeichnen könnte. Brüder und Schwester, das sind die Menschen in der Seitenlinie, das ist Augenhöhe. So hat er uns wahrgenommen und deswegen hat er uns auch so genannt. Und der Bauchi war blasphemisch genug drauf und so, um sich dann einfach mal zu erheben, auf Jesus Level, aufzustehen vor ihm aus der Beuge und ihm in die Augen zu gucken und ihm in den Arm zu nehmen und zu sagen, danke Bruder, wie lange hat das denn gebraucht, bis ich das verstanden habe? Und das war, da bin ich ein wenig über mich selbst hinausgewachsen seit dieser Zeit, weil dann hatte ich auf einmal Zugriff zu Informationen, die oder zu Inspirationen, die auf Jesus Christus zurückzugreifen waren, die mein Leben wirklich verändert haben. Und meine römisch-katholischen Eltern haben es nicht gern gesehen, als ich angefangen habe, nach meiner Interpretation das zu leben, wozu Jesus inspiriert hat. Weil da kam dann nämlich auf einmal dieser Rebell dabei raus, der Jesus aber nun schließlich auch war. Und ja, wir sind alle letztendlich Jesus Brüder und Schwestern, zumindest aus seiner Perspektive heraus. Und ich fühle mich gerade durch ihn eingeladen, nochmal den Shoutout zu machen, euch doch bitte einfach genauso zu fühlen. Weil ihm es dann auch wenig besser geht, wenn er euch in die Augen gucken kann, statt auf eure Hinterköpfe. Quasi steht da. Der ist einer von uns. Und das hat er uns die ganze Zeit sagen wollen. Und wenn er dann auch mit einem reden kann, dann hat er tatsächlich auch die Möglichkeit, Zugang zu finden zu euch. Und dann könnt ihr eure blauen Wunder erleben. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ja, wie gesagt, jeder ist herzlich eingeladen. Keiner muss irgendwas tun, wenn er sich nicht wohlfühlt. Aber stellt euch mal in eurem Geist vor Jesus und nehmt ihn mal in den Arm. Der wird sich freuen. 2000 Jahre an diesem scheiß Kreuz da gehangen. Wer will das denn bitte? Also mal ganz im Ernst, versetzt euch mal in Jesus rein in der Situation, dann wisst ihr, was der gerade, worüber der sich gerade freuen würde. Tja, ich sehe und fühle das nicht. Beantwortet das deine Frage? Ja, ja, natürlich. Ich habe ja keine direkte Frage gestellt, sondern ja, war ja mehr die Bitte, mal dich dahingehend zu äußern. Weil ich sehe es eigentlich genauso und ich fühle es auch genauso. Das ist für mich in dieser Richtung, denke ich, sehr ähnlich. Und gut, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der sich dann Jesus nennt, aber ich finde das gut. Ich finde das echt spitze, da auf diese Art und Weise das auch hervorzuheben. Und dass es da eine Charakterfigur in dir gibt, die dieses wiedergibt. Ja, und damit würde ich sagen, hey Anna, passt jetzt gut, hey Anna. Ja, auch einer meiner Lieblingssongs. Hört mal gut an, erzählt von zwei Welten auf eurem Mutterplaneten. Aber während ich Hey Anna spiele, hole ich dann alle anderen hoch und dann machen wir noch eine offene Talkrunde. Denn es gibt bestimmt den einen oder anderen da unten, der das ein oder andere loswerden möchte. Ja, also jetzt erstmal Hey Anna und viel Spaß dabei. Hey alle anderen. Und damit schön, dass ihr alle da seid. Wer ist denn von euch am Mikrofon? Ja, ein bisschen mehr. Ja, okay. Sind noch ein bisschen ruhig. Nicht aber so schüchtern. Das kommt schon noch. Hörst du mal, der Bauch redet zu viel, aber die anderen reden ja so wenig. Ja, das ist das Problem.
Aber das mit dem viel Reden, das kann ich auch. Ja, weil ich rede auch oft zu viel, weiß ich. Ich kann auch stundenlang reden. Vielleicht mache ich auch deshalb diesen Job. Ja, scheint sich ja anzubieten. Richtig. Du wirst aber demnächst ein paar Sendungen machen, habe ich gehört. Also so wie ich das sehe, ist das eine Auftaktsendung für dich, dass du wieder ein bisschen warm wirst, weil ein paar Sendungen hast du ja gemacht hier auf Orgi Talk. Oder warst du zumindest dabei schon? Ja, ich war dabei und eine Sendung habe ich sogar selber gemacht, aber ich muss das trotzdem alles nochmal gezeigt bekommen hier. Aber wenn ich das dann begriffen habe, dann, beziehungsweise mein Verstand, ne, der ist fürs Begreifen zuständig, ja, würde ich ja gerne so, meinetwegen gerne nächste Woche auf Sendung gehen. Meinetwegen ein, zwei Mal die Woche. So wie ihr Bock habt. Ne? Klar, wir Ja, gucken, was raus haben, also aber. Nachfrage regelt das Angebot. Natürlich. Wir werden es rechtzeitig ankündigen, damit es auch jeder weiß und dann werden auch viele kommen. Wir können unser eigenes TV Total machen. Oder unser eigenes Big Brother. Gucken wir mal. Wir können viel machen. Wir können wahnsinnig viel machen. Vor allen Dingen alle zusammen. Glaubt ihr gar nicht, was man alles machen kann. Ah, natürlich. Aber hab Peacekeeper, komm doch einfach mal, stell doch dein Mikro aus und frag. Nicht schreiben. Schreiben können wir doch alle, das wissen wir doch. Aber los, sprich los. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, Grüße an alle. Grüß dich, Hallo. Bauchi. Na, ja, ich konnte jetzt nicht alles mitverfolgen. Vielleicht hast du das auch schon erzählt, aber du bist ja auf einmal von Mallorca jetzt nach Wien und so ganz plötzlich, typisch, und mit bist du mit der Pearl gereist und wie bist du darauf gekommen jetzt? Ich steckte quasi in dem Ding drin, von dem Micha meinte, wir würden nicht drinstecken. Also aus der Perspektive kann ich es gerade am besten einfach so beschreiben. Sag mal, wenn man im Flow ist, ne, dann bestimmt die Welle, wo es lang geht. Auch mit dem Surfboard kannst du quasi die Welle reiten, aber die Welle bestimmt, wo es lang geht. Und vergleichbar ist das mit mir quasi, dass ich es geschafft habe, meinen Popo, den fleischlichen, irgendwie von Mallorca nach Wien zu bewegen. Auf, das ist eine Odyssee. Also, könnte ich ein eigenes Buch drüber schreiben? Nein, also so schlimm war es nicht. Es war schön, ein schöner Trip mit dem Auto, aber nicht mit der Pearl. Ja, und irgendwie kam es halt einfach dazu. Ich kann das, also das zu beschreiben, das würde tatsächlich, es würde dafür den Rahmen sprengen hier. Weil da müsste ich so weit ausholen, um das verständlich zu machen. Für mich ist es alles absolut klar. Aber das reicht ja auch im Prinzip. Solange ich weiß, was in meinem Leben passiert, ist eigentlich alles schon in Ordnung. Ja, na schön, dass du wieder in unseren Gefilden unterwegs bist und dass du wieder in den Flow reingekommen bist. Ich hatte ja das Gefühl, dass er auch bei dir mal irgendwo stockt, aber es geht dann ja doch immer irgendwie weiter und woanders. War vielleicht Sagen wir nötig. mal so, bleiben wir bei dem Bild mit der Welle und dem Surfboard. Ich habe irgendwie versucht, ich musste irgendwas mal ausprobieren, so hier mit über die Welle hinaus und den Salto und keine Ahnung, habe mich dann mit ein paar Mal auf die Fresse gepackt. Dann, keine Ahnung, irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, nimm mal dein Board und surf mal wieder. Ja, schön. Aber irgendwie habe ich diesen Looping hinbekommen. Irgendwie, wenn ich mir das gerade selber so angucke, hat da sowas stattgefunden. Ich habe tatsächlich einen akrobatischen Akt vollführt und stehe seitdem vor allen Dingen wieder direkt auf dem Board. Ja, das finde ich auch super. Thomas hatte eben noch einen Das ließ interessanten aber Satz. keinem anderen gerade irgendwas sagen und das fiel mir nur gerade einfallen. Ist schon okay, ist schon alles perfekt. Alles perfekt. Thomas hatte eben einen interessanten Satz, aber da unterhalten wir uns dann außerhalb der Sendung mal drüber. Aber Thomas, Systemwechsel war ja auch recht fleißig beim
posten im Chat. Spiropaint, Maximus, Sunface. Viele von euch kennen ihn. Oder Libelle, Hafi, Fanny, Chapulin war ja schon und darf auch nochmal. Und Burkhard. Viele von euch kennen doch Bauchi schon. Und haben ihn auch vermisst. Denn die allererste, die dich ja erkannt hat, nachdem du hier angekommen bist, war Fanny. Ne, Fanny? Ja, war ich. Ja, Fanny, sag was. Steh dazu. Ja, was soll ich sagen? Schwierig. Also, ich bin nicht so ins Thema heute reingekommen, bin ich ehrlich. Für mich hast du dich sehr verändert. Ja, muss ich mich erst dran gewöhnen? Weiß ich noch nicht, was ich zu sagen soll. Ja? Was denkst du, wie mir das geht? Ich krieg diesen Wechsel durchaus auch mit. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß auch gar nicht. Also ich, ja gut, ich habe zwar auch schon viel mich verändert im Leben, aber ich habe es nicht so als Avatar oder andere Wesen wahrgenommen, sondern mehr so aufgrund meiner Erfahrungswerte habe ich mich eben verändert. Und wenn ich dann wieder was dazugelernt habe, ist klar, dass ich mich verändere. Ja, weiß nicht, ich kann mit dem, wie du das wahrnimmst als Avatar, kann ich jetzt nicht so was anfangen, sage ich mal. Ich kenne es nur aus der Traumatherapie, wenn Leute nicht klarkommen, dann nehmen sie andere Wesen an, aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Du hast wahrscheinlich keine Xbox, oder? Was habe ich, eine Xbox? Das ist die Frage. Ja, das sind so Spielkonsolen. So ein Spiel. Leute, die eine Xbox zu Hause haben, die können weitaus besser was mit diesem Online-Gaming und den Avataren anfangen, weil die das ist Teil ihrer Sprache. Deswegen, wenn du da gerade keinen Zugang zu hast, dann mach dich, das ist absolut logisch, wenn du halt eben gar nicht gewohnt bist, in dieser Terminologie zu sprechen. Das ist tatsächlich was halt mir gerade eine Möglichkeit gibt, zu einer sehr großen Menschenmenge zu sprechen, die halt eben sehr wohl Computerspiele spielen, und das sind nicht gerade wenige. Aber da kann man halt wirklich sehr, sehr viele Sachen einfach veranschaulichen, um eine Perspektive möglich zu machen, durch die man sich mal was anschauen kann, wenn man das möchte und nur so lange, wie man das möchte, aber vielleicht dann doch das eine oder andere findet. Und das muss nicht für jeden was dabei sein immer, aber die Zocker, die verstehen mich schon ziemlich gut, wenn ich so rede. Ja, stimmt, also Zockerin bin ich noch nie gewesen, ist nicht mein Ding. Ich kenne den Begriff Avatar schon aus dem Film Avatar? Nee, wie hieß der nicht? Wie hieß der nochmal? Avatar, ja. Ja, genau, so hieß er ja auch. Aber das ist, genau das ist es ja quasi. Er war ja letztendlich auch nicht nicht dieser 4-Meter-Körper, der da in Blau durch die Gegend gelaufen ist, sondern das war eigentlich auch eine sehr gute Analogie, auch noch in dem Ding. Also wenn du den Film gesehen hast, dann würde ich es dann halt eher so beschreiben wie in dieser Welt auf Pandora, wo Menschen sich in Kisten legen und nicht da sind, wo das Geschehen eigentlich stattfindet, und einen anderen Körper benutzen. Das ist ja quasi auch sehr ähnlich. Ja. Ja, ich sehe das als die Welt, als die Welt der Spieler. So ein bisschen. Ich habe auch meine Probleme in diesem Bereich, aber zumindest habe ich den Vorteil, dass ich den einen oder anderen aus diesem Bereich kennengelernt habe und deshalb ein bisschen mitkomme. Aber ich denke, es sind aber nur Begrifflichkeiten, die hier gegeneinander stehen. Genau, also ich glaube, so wie ich Bauchi verstanden habe, meinte einfach den Rollenwechsel mal durchzuleben. Auch, aber noch so einiges andere. Also ich werde dann wirklich mal demnächst, wenn ich dann anfange, Sendungen zu machen, werde ich da einfach auch gerne mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was dieses Online-Gaming eigentlich alles für Türen aufmacht. Und wenn man anfängt, in seinem Leben einfach seine Verhaltensweise beim Spielen zu kopieren in dieses Leben rein, dann werden tatsächlich Wunder möglich. Das ist eine interessante Fragestellung, ein interessantes Thema, ja. Was passiert da wirklich? Ja, das ist schon interessant. Sunface. Was hast du uns... Ja, Gamer, ja, okay. Ja. Okay. Sei dir genehmigt. Wenn ich das mal
Wenn du schon Scherz benutzt, dann darf ich das Wort genehmigen benutzen, okay? Alles klar. Aber wenn du schon gerade am Reden bist, lass deinem Rede, deinen Worten, lass deine Worte weiterfließen. Hallo Manu. Das, was jetzt den Link betrifft, das war einfach nur gerade passend interessant zum Thema Xbox Avatar werden verbessert, aber ich habe verbessern gelesen und ja, das fand ich halt lustig. Ich fand den aber auch gut und passend gerade. Ich habe schon verstanden, was du damit sagen wolltest. Fakt ist, wir haben da draußen verdammt viele Welten und jeder hat seine eigene. Richtig. Und letztlich hängt es nur davon ab, was jeder aus seiner eigenen Welt macht und wie er sie nutzt und wie er sie gestaltet oder ob er sie sich gestalten lässt. Und ich denke mal, das Schönste ist, wenn man seine Welten selbst gestaltet. Das Schönste ist, wenn man das bewusst tut, weil anders funktioniert es ja eh nicht. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, eine Frage an Bauchi. Wann meinst du denn, brauchst du keinen Avatar mehr? Weil die Frage ist ja, was ist der Sinn dabei, ständig zu wechseln und was auszuprobieren? Im Endeffekt bist du dann immer für Ewigkeiten alleine. Alleine da, wo alles eins ist, das gebe ich dir recht, ja. Aber es wird eventuell irgendwann eine Zeit kommen, wo ich die Avatare nicht mehr gebrauche. Brauchen? In dem Sinn brauche ich sie nicht, sonst könnte ich ja wechseln. Aber sie sind mir eine sehr große Hilfe dabei, bestimmte Dinge zu erleben. Und das könnten wir ohne unsere Egos nicht, unsere Avatare. Die alle quasi ein Sammelsurium bestimmter Sichtweisen sind. Jeweils eine vollständig eigene Kombination solcher. Und durch diese Filter schaut sich alles, was ist, alles an, was ist. Und dann ist es halt eben gar keine Frage mehr. Ich brauche gar keine Avatare. Ich bin alles, was ist und nutze Avatare, um erleben zu können. Und das wird, da das eine sehr gut funktionierende Technik ist, durch die man Dinge erlebbar machen kann, kann ich dir gerade die Frage nicht beantworten, wie lange es eventuell brauchen wird, bis etwas anderes dann die Avatare ersetzt. Keine Ahnung, das müsste es ja dann quasi sein, dass irgendetwas Besseres auf dem universellen Markt erscheint, das man dann nutzen kann als Seele, um halt eben virtuelle Welten wie diese wahrnehmen zu können. Okay, ja, danke schön. Manchmal schockt dich selbst, was ich sage. Durch die Polarität in der Welt, in der wir leben, also gerade hier auf diesem Planeten, wo das sehr sichtbar wird, die Fronten und das, also die Dualität sehr sichtbar wird, ne? Da gerade hier ist es, neigen wir natürlich dazu, uns darüber zu erheben, also eben diese Polarität zu überwinden und entdecken deswegen aber auch viel. Nur deswegen zu, weil und irgendwelche, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, aber da neigen wir tatsächlich nur deswegen zu, weil wir uns das haben sagen lassen, dass es irgendeinen Sinn macht. Wir können uns ja bei jeder Zeit anderweitig auch inspirieren lassen. Da kommen wir nämlich an den Punkt, wo wir eigentlich als der Spieler in Aktion sind und wie wir das Ego und die Avatare lenken, nämlich der Link, der Missing Link, ist das Interesse. Wenn ihr es nicht versteht, fangt einfach mal an, die nächsten Wochen einfach mal zu beobachten, wo eure Augen so hingucken und wo die Steuerung wohl herkommt. Das hilft sehr, zu sich, zum Ich Bin zu kommen. Und wenn man dann halt eben übers Interesse den Avatar steuert, ist auch absolut logisch, wie sich dann durch Interesse sämtliche Interessengruppen zusammenfinden. Das ist ja schon wieder einer von den Sprüchen, wo man fast lachen muss, weil er sich halt in sich selbst erklärt. Aber davon gibt es viele Sprüche, die sehr, sehr gute Stützen und Hilfen sind, diese Dinger tatsächlich genauer zu sehen.
Ich kann es nur bestätigen, ich habe das ähnlich erlebt. Zwar mit einem anderen, mit einem anderen wörtlich, also mit anderen Worten, aber ich habe das auch schon so erlebt, ja. Das glaube ich dir sehr gerne. Das ist nämlich was, was im Moment ziemlich häufig passiert. Immer mehr Leuten. Es greift regelrecht um sich. Ne? Glaubt mir nichts, guckt es euch selber an. Ja, du, ich meine das mit den Augen, ne? Augen und dann mal beobachten, wo guckst du jetzt eigentlich hin und warum oder wo, wie passiert das? Das ist eine Sache, da kann man sich schon selbst Nur beobachten, nicht versuchen, das zu erklären. Nein, natürlich. Beobachten, wo guckt ihr eigentlich so hin? Wohin sind eure Augen den ganzen Tag unterwegs und was genau sehen die da und wann und wieso? Nur das, nur beobachten. Nicht irgendwas gut oder schlecht finden, sondern einfach mal angucken, wie es ist. Und das bringt Klarheit. Viel Klarheit. Ja, natürlich. Aber man kann natürlich auch feststellen, wie und in welcher Form man sich verändert. Oder was man für Veränderungen durchlebt. Genau, und das kann man auch beobachten. Man kann halt eben alles beobachten, weil alles, was passiert, dazu da ist, das zu beobachten, weil Gott sich durch uns selbst erfährt. Das ist, ne, auch so Floskeln, aber da steckt tatsächlich was hinter. Und meistens ein paar. Ja. Maximus, Spiropane, Systemwechsel. Wie sieht's mit euch aus? Kennt ihr Bauchi eigentlich von früher? Wenn die anderen gerade nichts sagen wollen und zu schüchtern sind, dann mag ich gerade kurz mal was sagen, wozu mich der Name, das Wort Systemwechsel inspiriert. Ich habe nämlich ja gestern darüber gesprochen, weil mich ja immer wieder Leute Systemaussteiger nennen und ich mich selber überhaupt erst als solchen empfinden kann, seitdem ich einem ganz bestimmten System entstiegen bin, nämlich dem Gegeneinander. Und das habe ich geschafft, indem ich mich einfach immer weiter geweigert habe, Feinde anzuerkennen oder irgendetwas gegen mich arbeiten zu lassen, sondern habe immer weiter auf den Fluss der Dinge geachtet und wie alles eins ist. Und dieses System des Gegeneinanders habe ich als das festgestellt, wo ich vorher immer raus wollte. Und dadurch bin ich aber automatisch in einem anderen System gelandet, nämlich im System des Miteinanders. Und das ist eine völlig neue Welt. Na gut, dass jetzt Shogun nicht da ist. Der würde uns nämlich erklären, dass es keine Systeme gibt. Spaß beiseite. Kann ich ihm erklären, aber ich, wie man... Aber ich denke mal, das ist ein Punkt. Wir kommen nämlich, wenn wir das eine verlassen, immer in etwas anderes. Oder umgekehrt. Man kann, also meistens verlässt man ja das eine erst, weil man was anderes hat. Richtig. Wer wollte fragen? Ich hätte da eine Frage. Sorry, sofort. Genau da sind die Sprünge ins kalte Wasser gefragt und sehr hilfreich mitunter. An genau der Stelle, was Fanny gerade gesagt hat. Und jetzt Frankie 70. Frankie, was ist das? Ja, okay. Es geht darum, wenn man mit Avataren sich beschäftigt und vergleicht zum Beispiel, wenn man träumt und lebt und die gleichen, sag ich mal, Gefühle hat. Wie siehst du, Bauchi, das in Bezug auf diese Avatar-Geschichte dann? Bitte entschuldige, kannst du die Frage nochmal stellen? Ich habe sie gerade nicht verstanden. Moment mal kurz. So, also, die Frage war die, wenn man auf der einen Seite in Träumen, sag ich mal, wie im richtigen Leben,
die gleichen sag ich mal, die gleichen Gefühle haben kann. Wie siehst du das, Bauchi, dann? Dann habe ich es vielleicht doch richtig verstanden. Das Ding ist, dass ich tatsächlich den Eindruck habe, ich träume. Meine Realität ist bei weitem nicht mehr, was ich 10 Jahre mal war. Es ist. Du bist weg? Entschuldigung, ich drücke die andere Taste. Ich laufe, hört ihr mich? Ja. Jo. Gut. Ich laufe nicht mehr in dieser materiellen Welt rum, in meiner Wahrnehmung, sondern ich sehe, wie auf dem Monitor ich immer auf der Mitte vom Monitor stehe und wenn ich irgendwie bestimmte Bewegungen mache, dadurch sich die Anzeige auf meinem Monitor, 3D-Monitor, ändert. Und mit den Gefühlen ist das etwas sehr Ähnliches. Das gehört quasi alles dazu. Und das ist nämlich das Tolle. Ich kann Gefühle in vollem Umfang zulassen, kann sie einfach beobachten als Teil dessen, was gerade ist. Das hilft mir sogar, sie kontrolliert durch den Avatar auch rauszulassen, wenn ich der Meinung bin, dass das gerade dienlich ist. Und dann mache ich das auch. Und dann kann ich auch mein Ego mal flitschen lassen. Dafür ist das super geil. Ne? Aber dann muss ich dem, ich muss mich von nichts, was ich höre, über den Bauchi oder einen der anderen Avatare angegriffen fühlen, weil ich ja weiß, ich bin das gar nicht. Das heißt, mir ist die Fähigkeit flöten gegangen, emotional kompromittiert zu sein, wenn mich jemand angreift. Weil ich ja weiß, dass er gar nicht von mir redet, sondern tatsächlich von sich selber, inspiriert durch das, was er gerade sieht, und das ist in dem Moment Bauchi vor der Nase. Und das ist was, was halt auch eben einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Gefühlen dann auch Einfluss hat, weil du ihnen nicht mehr unterliegen kannst. Du kannst sie einfach zulassen und dann kannst du trauern und weinen und fühlst dich trotzdem gut dabei und dann dauert es nicht lange und du hast wieder was anderes im Kopf und kannst das Leben wieder genießen. Und die Gefühle gehören alle auf jeden Fall mit dazu. Und auch die folgen dem, was ist. Auch die Gefühle sind quasi, also ne, dass unser Fühlsensor ist ja nicht nur unsere Haut, sondern wir können ja auch innerlich fühlen. Und da mal darauf zu achten, was da eigentlich so alles in uns passiert, während alles in uns herum passiert, in uns herum. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Beobachtet es und dann seht das selber. Ich brauche nichts zu sagen. Ich gebe einfach gerade nur Hinweise, was ihr, wenn ihr möchtet, tun könnt, weil es was war, was mir sehr geholfen hat. Aber was ihr davon nutzen könnt, sucht euch das selber aus. Das ist. So läuft das im Universum. Es ist nicht von allem für jeden was dabei. Ja, und das ist auch gut so. Meinst du, dass man mit Problemen leben soll und nicht gegen sie dann? Ich lebe mit Lösungen. Jedes Fragezeichen, das in meiner Wahrnehmung auftaucht, weiß ich inzwischen, ist notwendig, um das Ausrufezeichen danach überhaupt erst verstehen zu können. Das heißt, Probleme sind für mich da Herausforderungen, sind Kreuzworträtsel. Das ist, wenn ich mich meinen Problemen widme, inzwischen tue ich das wirklich, wie wenn ich ein Kreuzworträtsel löse. Und dann wird das gelöst. Und dann ist das bestenfalls eine Herausforderung. Aber auch meinen Problemen unterliege ich nicht mehr wirklich. Ich habe mitunter in den letzten Wochen und Monaten ein wenig gelitten, aber auch das nur zum Schein. Auch nur, weil ich es einfach rauslassen konnte, aber wenn mir dann nicht mehr nach war, auch einfach wieder auf Lachen umschalten und einfach Leben genießen. Das war so wie sich ein paar Stunden mit Mathe beschäftigen. So zwischendurch immer mal. So, aber aus einer Ruhe heraus. Aus der Ruhe. Die Stille. Die viel umworbene. Die immer da ist. So, hört euch den Eckhart Tolle an, erzählt euch, wo er sie findet. Ich habe eben auch schon Hinweise gegeben. Aber die ist immer in euch. Fangt an, euch darauf zu konzentrieren. Und dann findet ihr die immer schneller. Im größten Chaos um euch herum. Und aus dieser Stille, aus dieser Ruhe heraus erwächst eine Kreativität, das ist nicht in Worte zu fassen. Das ist richtig. Aber ich möchte mal auf einen anderen Punkt kommen. Bauchi, du hast auf Mallorca auf einer Finca gelebt. Hab ich das richtig mitgekriegt? Ja, die letzten 6 Monate habe ich mich mit Freunden in der Finca eingemietet.
Das war halt eben so gerade sinnvoll, weil die Pearl halt eben nach der Aktion mit der Polizei auf Mallorca dann halt auch nicht mehr so zurückkam, wie ich sie dann da gelassen habe. Und sie war dann einfach nicht mehr wirklich fahrbereit und steht im Prinzip im Moment auch noch auf Mallorca und wartet eigentlich darauf, gewartet zu werden, damit sie möglichst bald wieder genutzt werden kann. Wie wissen wir noch nicht, finden wir dann raus, wenn wir es machen. Aber irgendwas passiert da halt auch gerade mit. Und ja, also die Finca war halt eben etwas, was ich auch erleben wollte. Also ich weiß noch, als wir vor 2 Jahren da hingefahren sind, haben wir auch gesagt, so, boah, so eine Finca klar machen. Ich weiß noch, dass das damals, hatte ich das angefangen auszudrücken mit unter den Worten, einen Ashram für den Guru finden. War halt auch nur ein Spielchen. Aber das habe ich damals aber schon bewusst gespielt, weil ich halt eben spiele. Ein Spieler. Zocke den ganzen Tag halt eben nur auf meiner Konsole und nicht auf der Xbox. So, und ja, da ist es dann halt so dadurch gekommen, dass dann das Interesse halt eben da war, diesem Interesse immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Immer dann, wenn es gerade ging, wenn es möglich war und Sinn gemacht hat. Und dann hat man zack, 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 die Finca. Auf einmal ganz, ganz plötzlich. Und da war ich jetzt die letzten 6 Monate, hab da halt eben auch sehr wertvolle Erfahrungen gemacht. Und jetzt bin ich in Wien. Ja, perfekt. Ja, liebe Freunde, ich denke, wir kommen mit der Sendung so langsam zu Ende, gehen dann, ich werde so langsam die Sendung schließen. Wir gehen dann direkt in den Nachtalk über, bleiben dann noch ein paar Minuten im Studio und gehen dann in den Talkraum hoch. Diesbezüglich werde ich mich erstmal bei allen bedanken und auch bei dir, Bauri, vielen herzlichen Dank. Es war eine geile Sendung. Ja, wünsche euch viel Vergnügen. Bis in 14 Tagen, bis es dann das nächste Mal heißt Talk und nicht Gast-Talk. Und dann komme ich mit einem eigenen Thema. Allerdings brauchen wir dann 4 Stunden. Da müsst ihr also mehr Zeit mitbringen. Wir fangen also nicht um 9 an, sondern um 8 und machen durch bis um 12. Und da wird es viel, viel, viel Interessantes und Neues geben. So neu, dass selbst Hörmann und Tutur sagen, das ist neu und wichtig. Und wenn die zwei sagen, das ist neu und wichtig, und dann glaube ich, dann ist das für einige von euch auch neu und wichtig. Und dann dürft es euch interessieren. Was sagst du? Auf jeden Fall interessant. Richtig. Ja, und damit schließe ich die Sendung. Magst du noch einen Abschluss sagen, Bauchi? Ja, fangt an zu sagen, was ihr denkt. Weil ist hier in den letzten Tagen der absolute Tenor all dessen, was mir durch den Kopf geht. Wie wichtig und neu das eigentlich für alle sein sollte. Auch unter anderem. Und macht's mal einfach. Macht mal einen Sport draus, so wie Gitarre lernen oder Fahrrad fahren. Einfach mal anfangen, ganz zaghaft. Nicht versuchen, machen. Einfach das zu sagen, was man wirklich denkt. Es dauert nicht lange, da kommen wir von dem ganzen Scheiß auf die schönen Dinge, ganz von alleine. Und dann sagen wir, was wir Schönes sehen. Und dann hat sich auch wirklich was auf diesem Planeten geändert, weil eigentlich ist alles nur so hässlich, weil wir die ganze Zeit nur auf die Scheiße zeigen. Wenn wir das mal sein lassen, dann hat sich einiges geändert. Ja, natürlich, selbstverständlich. Chapulin, noch vor dem Sendungsende, willst du es noch in die Sendung bringen, ja? Ist relativ. Dann lassen wir das im Nachtalk. Dann kriegst du als erster im Nachtalk das Wort und dann, dann lasse ich jetzt mal. Es ist eine Sache, als ich als Bauri kennengelernt habe vor ein paar Tagen, als Klaus ihn mir vorgestellt hat, dann kam im Chat eine Nachricht. Und das war Fanny. Und Fanny schrieb, Bauri ist wieder da. Und ich dachte an einen Titel aus dem Jahr 77. Der hatte einen ähnlichen
Inhalt ist etwas ins Lustige geschrieben. Manche mögen ihn nicht, aber da mich dieser Titel, der schoss mir in die Birne, auch wenn er nicht so passt, ich möchte ihn trotzdem gerne spielen. Und in Anlehnung wünsche ich euch viel Spaß dabei. Perfekt. Ich schließe. Ich finde es auch, aber ich kenne auch andere Stimmen. Ich schließe damit die Sendung. Wünsche allen eine gute Nacht. Viel Spaß im Nachtalk. Und wir hören uns in 5 Minuten, 50 Sekunden wieder. Bis gleich.